Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch direkt herzlich zurück zu World of Warcraft. Wir sind inzwischen in Thanassus angelangt und natürlich, heute muss es ja regnen, denn heute ist ein eigentlich sehr glücklicher Tag. Es sind nur noch wenige Stunden bis zum Elex-Release, deswegen gibt es diese Woche leider nur erstmal, zumindest momentan erstmal nur eine Folge World of Warcraft. Vielleicht, wenn ich es schaffe, morgen rechtzeitig aufzustehen, gibt es noch ein paar mehr, aber momentan sehe ich das noch nicht so, somit entschuldigt. Aber Elex hat Vorrang. Elex, das muss ich heute Nacht, wenn es released wird, um 19 Uhr. Es gibt leider keinen Pre-Download. Das bedeutet, heute Abend um 19 Uhr werde ich auf Steam meinen Steam anschmeißen. Werde den Download starten und danach fahre ich zum Griechen. Werde mir dort einen köstlichen Chefspieß reinziehen und einkreuzen und warten, bis der Download abgeschlossen ist. Und hoffentlich, wenn ich glücklich vollgefressen vom Griechen wieder zurück nach Hause komme, ist der Download abgeschlossen. Und dann werde ich die ganze Nacht durchzocken, um dann am nächsten Tag auf Arbeit halt tot zu sein. Das ist der aktuelle Plan. So, schauen wir mal, ob das was wird. Wir gucken mal in den Briefkasten hier rein. Ah, hier gibt es sogar Dinge. Goblin, was ist das? Das habe ich, glaube ich, schon genommen, ne? Genau, der Typ aus den Kommentaren. Grüße gehen nochmal raus von den Typ aus den Kommentaren. Großartige Dinger, großartige Dinger. Ich müsste meine Briefe auch löschen, weil ich bin so verwirrt, ich merke das gar nicht. Guck mal, also es sind jetzt noch 26 Tage verbleiben, somit gehe ich davon aus, dass die Sachen 30 Tage lang hängen bleiben. Ein Brief von Kuren. Hi Füchslein. Da ihr werter Fuchs in letzter Zeit ähnlich Platzprobleme wie ich habt und ich euch in letzter Zeit keine Unterstützung habe zuteilkommen lassen, dachte ich, ihr könntet diese Teile genauso gut brauchen wie meine Wenigkeit. Verkauft die dann nicht benötigten Taschen nicht, sondern stattet eure Bank damit aus. Ergebenst eure Freundin Kuren van Draken. Oh, neue Taschen! Kuren, Grüße geht raus! Taschen kann ich immer gebrauchen. Wie viel ist das denn jetzt mehr? Wow, das sind schon mal... Wow, das... Oh, da werden wir aber gleich massivst viel Platz mehr haben. Ich nehme sie dankend an, Kuren. Vielen, vielen Dank. So, dann müssen wir gleich eh ein bisschen Taschenbingo spielen. Und ich antworte dir immer noch ganz lieb. Ich versuche, die Sternchen zu vermeiden, weil ich sonst meine Aufnahme zerstöre. Liebe Kuren, vielen lieben Dank für diese Taschen. Wirklich genau wie gerufen. Jetzt würde ich normalerweise ein Sternchen machen. Wir machen jetzt einfach Hashtag. Das geht auch. Die alten Taschen werden natürlich brav in die Bank gelegt. Danke für den Hinweis. Liebe Grüße. Oh, warte, jetzt nicht verdrücken. Das Füchschen. Kann ich den Smiley machen? Ja, mein Smiley kann ich machen, ohne die Aufnahme zu stoppen. Das ist echt ein bisschen doof. So, läuft doch. Und senden. Ah, löppt. Und dann können wir das nämlich löschen. So, vielen Dank nochmal, Kuren. Das passt perfekt. Ich stehe direkt vor der Bank. Jetzt müssen wir nur gucken. Wie geht denn das? Jetzt müssen wir ein bisschen Taschenbillard spielen. Diese Sachen, das ist... Woran kann ich denn erkennen, welche Tasche welche ist? Das ist diese hier. Alles klar. Das bedeutet, das kommt erstmal darüber. Das kommt darüber. Der Süße kommt darüber. Dahin. 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 Ist das mein Flusskahn? Das ist mein Flusskahn. Geil. Bums. Damit ist diese Tasche jetzt ja frei, kann dahin kopiert werden und diese kommt dahin. Der Gegenstand wird an euch gebunden. Ja, hilft auch nichts, ne? Das ist jetzt, wir sind jetzt für immer fest miteinander verbunden, ich und diese Tasche. Oh, holy shit. Mann, ist das viel Platz. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Heieiei. Okay. Okay. Kommst du dahin und du kommst dahin und du kommst dahin. Dann haben wir hier unseren Ruhestein. Dieses komische Ding, was wir die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Und, was hatten wir noch? Irgendwas war hier noch, was ich woanders hin platziert habe. Es ist hoffentlich nicht da, unser Flusskahn. Flusskahn kommt hier hin. Okay, das war das. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die nächste Tasche freikriegen. Wir können erstmal wieder Schrott verkaufen gehen, dann geht das hier gleich munter weiter. Oh, warte. So. Der nächste Shop. Wo ist der nächste Shop? Ich frage einfach diesen Herold hier. Grüße. Guten Tag. Leb wohl. Gut, der Herold hat keinen Bock mehr zu sagen, wo der nächste Shop ist. Aber hier laufen irgendwo auch noch diese Schildwachen rum. Die sind da etwas netter und kommunikativer. Die sagen einem dann auch gerne, wo sich der nächste Laden befindet. Ansonsten, wir können natürlich auch einfach nur rumlatschen. Wir werden das schon irgendwo finden. Leute, nicht mal mehr 24 Stunden. Nicht mal mehr 24 Stunden. 12 Stunden noch, um genau zu sein. 12 Stunden noch. Da, Speis und Trank. Hallo. Hallo. Nett, dass du gerade hier so rumläufst. So, was ist das? Irgendein
Quest-Gegenstand. Dieser Gegenstand startet eine Quest. Kein Verkaufspreis. Okay. Und löschen. Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So, du kannst noch das haben und das und das. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Tasche nicht verkaufe, sonst werde ich von Kuren fertig gemacht. Ja. Noch irgendwas Schrottiges hier? Benötigt Kochkunst. Ich glaube, die hebe ich erstmal auf, weil Kochen läuft noch nicht. Wir können uns ja mal dran machen jetzt mit dem Kochen. Nur ich glaube, dafür sammle ich die ganze Zeit die ganzen Zutaten nicht, weil ich die ganzen Fleischreste und so mal verkaufe. Eigenartiges Fleisch, Handwerksmaterial. Und inzwischen sind wir, glaube ich, levelmäßig so hoch, dass das mit Kochen nicht mehr funktioniert, ne? Weil die Fleischsorten zu hoch sind? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann mir mal einer in die Kommentare schreiben, wie das so funktioniert mit dem Kochen? Grüße gehen raus. Weil es wäre, glaube ich, sinnvoll für uns, nicht wahr? Weil man da doch schon ganz nette Buffs bekommt und so weiter. Ich will mich ja nicht immer durchschnorren und alle Leute mal anbetteln. Bitte gib mir was. Ich muss Kochsachen haben. Bitte, bitte, bitte. Das muss ja nicht sein, ne? Seid vorsichtig. So. Jetzt geht's los. Flüchtiger Rum. Der kann auch weg. Warte. Ich bin ganz Ohr. Ich wollte eigentlich mit dir handeln. Ach nein, mit ihr. Ich bin ganz Ohr. Ich schnu Allah. Den Rum kannst du eben noch haben. Den brauche ich nicht. Sonst hier noch irgendwas? Nee, die Taschen heben wir mal schön auf. Gut. Tschüss. So. Lebt wohl. Okay, dann räumen wir mal die nächste Tasche leer. Diese hier. Diese Dinger können wir nämlich jetzt erstmal auch hier hin. Ich packe hier so Zeug rein. So, dann gibt es jetzt einmal die Blumentasche. Warte mal, hier haben wir jetzt Blumen. Eigenartiges Fleisch. Das ist doch auch Schrott. Handwerksmaterial. Ein Nugget. Noch ein Nugget. Müll. Sonnengrashalm. Robuster Stein. Benutzt, wandelt 10 Lebenswurztrünke zur Lebenswurz um. Braucht man sowas? Wir heben es mal auf. Ich weiß nicht, was das ist. So, jetzt müssen wir rausfinden, welche Tasche das ist. Nein. Nein. Ja. Diese Tasche bitte hier rein. So, dann habe ich vergessen, wo die andere große Tasche von Kuren ist. Die sehen so komisch aus. Wo sind sie denn jetzt? Da. Bums. Okay. Hier kommt jetzt Grünzeug rein. Handwerkswaren. Hier packen wir jetzt Grünzeug und den ganzen Kram rein. Grünzeug. Noch mehr Grünzeug. Erst Grünzeug, dann den anderen Kram. Grünzeug, Grünzeug. Erz fangen wir von unten einfach an. Robuster Stein. Was haben wir hier noch? Kein Grünzeug. Weiter geht's. Stein, Stein, Grünzeug. Da sind noch so Goblin-Gleiter. Die kommen weiter hier hin. Grünzeug. Nugget. Nugget. Grünzeug. Keine Ahnung, was das ist. Ein Lebenswurztrunk. Ich weiß nicht, was das ist. Packe ich einfach mal hier hin. Grünzeug. Steine. Leinenstoff. Das trage ich momentan so mit mir rum, weil das kann man sicherlich noch gut verkaufen. Wenigstens für ein bisschen Kohle. So, damit ist das weg und der Gleiter kommt hier hin. Okay. Es wird doch langsam. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich... Diese Tasche hier ist leer. Und kann ersetzt werden durch diese Tasche. Ja, binde das mal schön an mich. Und dann gibt es eigentlich nur noch diese Tasche hier. Wo Zeug drin ist. Das können wir dann, das können wir diese Tasche hier als Zeugtasche definieren. Dum dum da, dum dum da. Ich hab's gleich, Leute, ich hab's gleich. So, dann ist die jetzt nämlich auch leer. Und dann können wir den da ranhauen. Jawohl. So, sehen wir jetzt mal gut aus oder sehen wir jetzt mal gut aus? Wir sehen verdammt gut aus. Wir sehen verdammt gut aus. Kann man eigentlich den normalen Rucksack auch ersetzen? Durch so eine andere Tasche? Habe ich noch nie ausprobiert. Sollten wir vielleicht mal machen. Habe ich noch eine übersehen? Nee, ne? Das waren 4. Dann können wir, wenn das geht, den Rucksack ersetzen durch eine von diesen. Wenn das überhaupt geht. Aber ich glaube, der Rucksack ist nicht ersetzbar. Wir probieren es einfach mal aus. Ich kann mich natürlich auch irren.
Nein, Rucksack ist nicht ersetzbar. Im Rucksack ist auch das ganze Geld drin und so. Das ist fest. Warte, was ist das? Das kommt hier hin. Das kommt auch noch hier hin. Das kommt auch noch hier hin. Und den Tant, den lassen wir erstmal hier drin. Okay, ich habe jetzt ein bisschen meine Taschen umstrukturiert. Läuft bei uns. Dann gehen wir jetzt kurz mal an die Bank. Die hatten wir doch schon gesehen. Die war da hinten. Wow, 10 Minuten mit Taschenbillard sozusagen rum. Ne, Taschenbillard ist das falsche Wort. Taschentetris, Inventar-Tetris? I don't know. Taschenbillard wäre komisch. Vor allen Dingen als Frau noch schwieriger. Also, das... Nein, nein, das kann nicht funktionieren. Taschenbillard. Lauf von mir, lauf von mir. Es läuft einfach, Leute. Es läuft einfach. So. Hier ist die Bank nicht, oder? Nee. Scheiße. Wo ist die Bank? Die ist doch hier. Das ist die Bank. Ihr seht, Damasus und ich. Es läuft. Es läuft. Es ist nicht so, als wäre ich komplett verwirrt. Reagenzien. Jojo, hallo. Ich glaube, sind wir das erste Mal bei unserer Bank? Ich glaube schon. Ne? Oh, ist ein riesiger Goldhaufen da im Hintergrund. Könnt ihr mir ein bisschen was abgeben? Ich bin ganz Ohr. Ich bin ganz Ohr. Was ist denn das jetzt? Du bist ein Bankier. Das ist meine Bank. Das ist aber nicht so viel. Möchtet ihr Platz für weitere Taschen erwerben? Kaufen. Ja. Wow, ach, dann kann ich da Taschen hinpacken oder was? Kaufen. Ja. Jetzt geht schon los mit 10 Gold, ey. Kaufen. Ja. Kann ich die jetzt da reinstecken? Die alten Taschen? Wo sind die alten Taschen? Da. Bin ich blind oder was? Wenn ich das jetzt zumache und wieder öffne? Ah, so läuft das. Alles klar. Oh, das ist aber kompliziert. Heieiei. Okay. Gut. Zumachen, zumachen, zumachen. Also in die unsere Bank hat jetzt auch Taschen. Ich fange jetzt einfach mal an. In die erste Tasche machen wir so Rezepte rein, die wir aktuell noch nicht können. Doink, doink. Was ist das? Glyph ab benutzen, um euer Alpha Tier ruft. Berufhaltige. Oh, hau mal da rein. Ah, da rein. So. Ansonsten den Rest. Den tragen wir uns rum, ne? Die Tiere können wir mal behalten. Ich werde mal meinen kleinen Fuchswelpen hier ablegen, damit er nicht mit mir die ganze Zeit rumreisen muss, weil ich habe Angst, ihn aus Versehen zu verkaufen oder so. Bums. Damit ist er nämlich safe. Und diese Nährstofftasche kann eben noch da rein. So, den Rest trage ich mal weiter mit mir rum, würde ich sagen. Der Rest passt. Mann, habe ich jetzt viel Platz, ey. Wahnsinn. Okay. Del Nadris. Del Nadris, warte. Wie viel kostet der nächste Slot? Friede sei mit euch. Ja, komm. Scheiß doch drauf. Den können wir ja wohl eben noch kaufen. Den nächsten auch noch. Den nächsten auch noch. Und den nächsten auch noch. So. Sicher angelegt. Gibt doch ein Achievement. Lohnt sich doch alles. Lohnt sich doch alles. So, nachdem wir das jetzt geschafft haben, ist es Zeit, den Reitenmann zu finden. Guten Tag. Gildenmeister Händler. Bank, Auktionshaus, Stallmeister. Ist das auch der Reitlehrer? Wir werden es rausfinden. Wir werden es einfach rausfinden. Wir latschen jetzt einfach mal in Richtung Stallmeister. Ich würde ja mal vermuten, dass beim Stallmeister auch in der Nähe, wenn er nicht der Reitlehrer ist, auch ein Reitlehrer ist. Na, ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Das ist einfach eine reine Annahme jetzt, die sich hoffentlich bewahrheitet. Also, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall versuchen, morgen früh zeitig aufzustehen. Um noch weitere 3 Folgen World of Warcraft aufzunehmen. Ich sehe es aber noch nicht so, muss ich sagen. Wenn ich jetzt das wirklich heute Abend durchziehe und schön den ganzen Abend Elex suchte, weil ich Bock habe, oh, da ist der Reitlehrer, dann sehe ich das nicht so. Mann, geübter Reiter, benötigt Stufe 40, unerfahrene Reiter. Ihr könnt das Reiten schneller Bodenreittiere von eurem Reitlehrer erlernen. Dung, Traber, oh, ein cooles Bild. Cooles Bild. So, jetzt haben wir das auch gelernt. Elun, erleuchte euren Weg. Soll er mal machen. Muss ich die jetzt einfach rechte Maus oder sowas? Kohlenreittier benutzen. Lehrt euch, wie man dieses Reittier beschwört. Ja. Boah, Kohlenfaustgrondling. Ich weiß nicht mal, was es ist, aber es klingt sehr, sehr übel. Und was ist das für einer? Weil der sieht cool aus. Nachtheuler Garn. Nachtheuler der Garn. Okay. Damit haben wir das auch geschafft. Grüße gehen nochmal raus an die nette Person, die mir diese Tiere zu hat kommen lassen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt geht's los. Jetzt muss ich das wieder finden. Ich glaube, das war in meiner Sammlung, ne? Sammlung. Was ist denn das?
Schulter, Sets, ich suche Reittiere. Reittiere. Da, Nachtheule der Garn. Oh, cool. Holy shit, was ist das für ein riesiges Biest? Verdammte Scheiße. Oh je. Also wir nehmen erstmal den Garn. Jetzt kann ich dich ja erstmal... Warte, wie war das? Shift? Man macht jetzt alles mit Shift, okay. Und dann kommt jetzt der Garn erstmal da rein und dann gucken wir uns den mal an. Ups. Yee, da ist natürlich ein Wolf, sitzt auf einem Wolf. Ich finde, das passt natürlich auch ganz gut, so eine dicke Tasche hinten dran. Nice, das sieht schon gut aus. Das sieht schon wirklich gut aus. So, und nu machen wir jetzt noch einmal eine Sache. Wir sind ja hier gerade in Teldrassi. Zum einen haben wir diesen Wegpunkt hier nicht, was ja gar nicht funktioniert. Und wo steht das Haustier-Level? Haben die nicht sonst immer Haustier-Level angezeigt? I don't know. Wir gehen jetzt mal nochmal zurück in die Hauptwelt da. Also in das Startgebiet sozusagen. Und ich versuche jetzt nochmal Haustierkämpfe zu machen. Einfach nur jetzt einmal, um abzuschätzen, wie lange das dauert. Wo ist eigentlich mein kleiner Fuchs? Er ist nicht dabei, wenn ich reite, ne? Das wäre ja zu gemein. Weil er müsste so viel Gas geben. Aber mir war so, als würde der hinter mir herrennen. Naja, wir werden es gleich feststellen. Was hier für eine Party? Läuft bei euch oder was? Cool, cool. So. Also immer so. So. Haustier aufspüren. Das mache ich jetzt mal mit an. Da sehe ich jetzt eins. Siehst du? Das sieht doch gut aus. Und jetzt müssen wir mal gucken. Was muss ich nun tun? Ich habe meinen Raben gerade. Okay. Raben und Waldmotte. Waldmotte ist Level 1, Rabe ist Level 1. Go. Schnabel. Bums. Voll einen weggeknallt. Ja, ich mach dich fertig. Er ist so ein bisschen wie Pokémon, ne? Nur nicht ganz so eindrucksvoll. Aber so als kleinen Gag. Why not? Kann ich sie jetzt fangen? Kann ich jetzt einen Pokéball werfen? Aufgeben? Falle. Falle werden verfügbar, wenn eine aus der Stufe 3 erreicht. Ach ja, genau. We did it! Ihr habt gewonnen. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen, Stufe 2. Jetzt müssen wir gerade gucken, bevor wir eigentlich weitermachen, weil wir hatten ja so einen, der das als Quest für uns hatte. Das ist eigentlich auch egal, ne? Da hätten wir bestimmt irgendwas Tolles bekommen, aber ich glaube, ist nicht so wichtig. Wie wechsle ich denn jetzt mein Haustier durch? Oh, ich weiß schon nicht mehr, wie das geht. Weil ich habe ja auch meinen kleinen Fuchs, den ich gerne erstmal hochleveln würde. Aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Wahrscheinlich auch über Sammlung. Wildtiere, Spielzeugkisten, Erbstücke, Vorlage, Wildtier. Baby Winston. Oh, wie süß. Worgenwelpe. Oh. Da, Schatten. Haustier beleben. Belebt alle eure Haustiere wieder. So, und wie rüste ich Schatten jetzt aus? Ah, da ist Schatten. Baby Winston, ey. Was habe ich noch? Irgend so ein Frosch. Ein Frühlingshase. Den Raben, weil der halt cool ist. Okay, Hundwelpe. Ein Bling. Schatten. Schatzgoblin, der kommt bestimmt von World of Warcraft. Worgenwelpe. Okay. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kommt Schatten wieder. Kann ich mehr als ein Haustier mit mir rumführen? Ja. Okay, cool. Jetzt... Oh ne, dann ist Schatten wieder weg, ne? Okay. Also nur eins. Dann nehmen wir mal Schatten. Komm, mein Kleiner. Jetzt gucken wir mal, was kann Schatten denn Cooles? Kämpft. Das ist ja wieder der Rabe. Ich will Schatten haben. Dunkelflamme. Okay, Dunkelflamme ist ziemlich cool. Oh, das ist schon fast schon wieder zu Ende. Scheiße. Dieses ganze Inventar rumgeeiert, echt viel Zeit in Anspruch genommen. Und nochmal eins. Und go. Ich habe irgendeine Quest angenommen. Marlene Trichti. Ihr habt gewonnen. Meldet euch bei Marlene Trichti in Sturmwind.
Okay, seid gegrüßt, Nieni. Ich bin Marlene Trichti. Man hört in letzter Zeit ziemlich viel von euch. Ihr scheint zu einer hervorragenden Zähmerin heranzureifen. Ihr solltet euch mit mir in Sturmwind und auf ein Gespräch treffen. Ich stehe mit den besten Zähmern in ganz Azeroth in Verbindung und kann euch helfen, noch besser zu werden. Meldet euch bei Marlene Trichti in Sturmwind. Okay, geht los, aber jetzt sag mir doch erstmal, wie ich mein Haustier wechsle. Jetzt im Kampf, ist egal, wir werden das nächstes Mal rausfinden. Ihr könnt mir das auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet, weil jetzt ist leider die Aufnahmesession erstmal schon wieder zu Ende. Mehr als ein Part geht heute nicht, aber immerhin habe ich das noch eben schnell hingekriegt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.